Ihr Lieben, ich freue mich, euch zu sehen, auch wenn es da hinten noch dunkel ist. Hier ist es hell und den einen oder anderen kann ich erkennen. Die ihr noch reinkommt, fühlt euch frei, nach vorne zu kommen und eure Bibeln dabei zu haben, denn wir werden heute in die Bibel schauen. Wir werden sie auch brauchen und ihr werdet sie brauchen. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Eugen Hartwig, ich bin Prediger und Vorsteher der Baden-Württembergischen Vereinigung. Wir haben das Thema, ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, die letzten Ereignisse biblischer Prophetie, und das ist der erste Teil. Der erste Teil, später dann der zweite Teil, die sind miteinander verbunden und das ist gut, wenn ihr so viel wie möglich für euer Leben mitnehmt. Ich habe erfahren, dass Thomas Knirr gestern für meinen Workshop geworben hat. Das möchte ich nicht so stehen lassen und zurückwerben. Wenn ihr die Möglichkeit habt, besucht auch seine Workshops. Die in den Tagen, die ihr hier seid, nutzt die Möglichkeit. Er ist ein feiner Mann und ich denke, er hat was zu sagen. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Vor einigen Jahren, da haben meine Frau und ich eine Freizeit veranstaltet. Und auf dieser Freizeit, es war eine Teenie-Freizeit, auf dieser Freizeit, dann musste man ja auch abends durch die Bungalows gehen, um schauen, ob alle da sind. Ob am Abend auch wirklich alle schlafen. Und in einem Bungalow sehe ich, dass da noch etwas brennt. Irgendwas ist da hell. Irgendwas leuchtet da. Und ich gehe da rein und sehe, wie ein Jugendlicher auf seinem Smartphone irgendetwas anschaut. Ich gehe zu ihm und frage ihn, na, was schaust du denn an? Und er sagt mir, ein Horrorfilm. Sage ich, ein Horrorfilm? Okay. Dachte ich, dann setze ich mich mal kurz hin und wir reden mal über den Horrorfilm. So dachte ich mir. Und ich habe mich hingesetzt und fing mit ihm an, ein Gespräch zu führen. Denn mir ist es ein Anliegen, nicht einfach zu sagen, du darfst das nicht oder das sollst du nicht machen, sondern mir ist es wichtig, dass die Jugendlichen, dass die Teenies die Sachen verstehen. Und so sage ich zu ihm, ich glaube, oder besser gesagt, ich habe es so ausgedrückt. Ich gehe davon aus, dass in diesem Horrorfilm Okkultismus vorkommt, okkulte Dinge dargestellt werden, richtig? Er schaute mich an und sagte, ja, das stimmt. So sagte ich ihm, weißt du, die Herausforderung heute ist die folgende. Früher, vor vielen, vielen Jahren, da hat es ausgereicht, dass man bei einem Horrorfilm eine Szene dreht, wo ein Mann, der schwarz verkleidet ist, mit einer Maske vielleicht, mit einem dunklen Umhang und einem Messer in der Hand hinter einer Frau herrennt und sie kreischt und schreit und hat Angst und läuft weg. Und die Zuschauer hatten Angst. Aber heute wird es keinen mehr erschrecken, weil die Impulsrate so hoch sein muss, denn man ist desensibilisiert durch die ganzen Medien, durch die Horrorfilme, das, was sich alles weiterentwickelt hat, brauchst du eine immer stärkere Ladung, um sozusagen noch Reaktionen hervorzurufen. Und die Medien sind so weit gegangen, dass heute es nicht mehr viel gibt, was den Jugendlichen noch erschrecken kann, außer eine Sache, vor der alle Menschen Angst haben. Das ist Okkultismus, das sind Dämonen. Und diese Dämonen, dieser Okkultismus wird dir die Freude an der Heiligen Schrift wegnehmen. Du wirst keine Freude haben, Gottes Wort zu studieren. Ihr Lieben, ich glaube, und das ist so als Einstieg gedacht, ich glaube, dass es da draußen viele, viele Geschichten gibt, viele Geschichten, die erzählt werden, sei es in den Filmen, sei es in den Büchern, aber es gibt auch die Geschichte,
Und diese Geschichte, die hier im Wort Gottes steht, die sollten wir kennen und die sollten wir lieben. Und alles, was uns von dieser Geschichte wegbringt, sollten wir zur Seite legen, sollten wir ablegen, weglegen und uns darauf konzentrieren. In diesem Sinne möchte ich mit euch einsteigen, damit wir gemeinsam Gottes Geschichte entdecken können. Denn darum geht es. Wir wollen Gottes Geschichte entdecken. Und wenn ihr euch jetzt schon Zeit genommen habt, mir zuzuhören in Bezug auf eine Freizeit, dann möchte ich nicht verpassen, auch einen kurzen Werbeblock einzurichten hier und einzuschalten. Und zwar möchte ich für die Freizeiten der Adventjugend in Baden-Württemberg werben. Ihr findet sie in eurem Booklet. Ich hatte selber die Möglichkeit, mehrere Freizeiten zu veranstalten. Ihr Lieben, wenn ihr die Möglichkeit habt, nutzt die Sommerzeit, geht auf eine Teenie- oder eine Jugendfreizeit. Ich bin mir sicher, dass es euer Leben positiv bereichern wird. Okay, dann nehmt bitte die Bibel in die Hand und wir wollen die letzten Ereignisse biblischer Prophetie studieren. Und jetzt werden die meisten sagen, ja okay, super, schlagen wir die Offenbarung auf, oder? Heute wollen wir es anders machen. Wir wollen im ersten Buch Mose beginnen und uns zur Offenbarung durcharbeiten. Das wird eine Herausforderung sein, weil die Bibel natürlich einiges zu sagen hat. Aber um die Offenbarung zu verstehen, um das Ganze zu verstehen, ist es wichtig, eine Grundlage zu legen und die Prinzipien herauszuarbeiten, die wir auch in der Genesis, im ersten Buch Mose finden. Denn dort sind die letzten Ereignisse schon sozusagen vorhergesagt. Sie werden vorhergeschattet sozusagen. Die Geschichte beginnt und ihr werdet, wenn ich euch frage, könnt ihr mir das kurz zusammenfassen, sicherlich mir erzählen, dass am Anfang die Bibel davon berichtet, dass es einen Gott gibt, dass Gott die Welt erschaffen hat, dass er Adam und Eva gemacht hat, den Sabbat und das Paradies. Und das werdet ihr alles sicherlich kennen. Das steht in 1. Mose 1 und auch im Kapitel 2. Aber dann, und hier ist das Entscheidende, das heißt, wenn wir die letzten Ereignisse wirklich verstehen wollen, das, was heute passiert, kommen wir nicht drum herum, das dritte Kapitel genau anzuschauen und dort besonders ein Vers, zu dem wir gleich kommen werden. Denn dieser Vers ist entscheidend, damit wir die Offenbarung konkret verstehen und auf unsere Zeit anwenden können. In 1. Mose 3, da lesen wir, dass es einen Baum gab, einen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und an diesem Baum hat sich sozusagen das Schicksal der Menschen entschieden. Eva nähert sich dem Baum und wir könnten sicher jetzt die ganze Geschichte lesen, aber um das kurz auf den Punkt zu bringen, um was es dort geht. Es geht um eine Auseinandersetzung. Wer hat Recht? Gott sagt das eine und die Schlange sagt das andere. Und Eva ist jetzt dazwischen und muss sich entscheiden, wer sagt die Wahrheit und wer lügt. Gott sagt, ich sage die Wahrheit. Und die Schlange behauptet auch, die Wahrheit zu sagen und sagt noch zusätzlich, eigentlich sagt sie etwas, sie sagt, Gott lügt. Und um die Tragweite hier ein bisschen deutlich werden zu lassen, ihr Lieben, wer von euch hat einen Freund oder eine Freundin oder ist vielleicht schon verheiratet? Wer von euch hat einen Freund oder eine Freundin? Okay, alle, die ihr jetzt streckt, stellt euch folgende Situation vor. Da hinten geht jetzt eine Tür auf, ein Mann oder eine Frau, ich nehme jetzt einfach mal eine Frau, kommt jetzt rein und kommt zu euch Männern oder Jugendlichen und sagt Folgendes. Die Frau kommt rein, ihr habt sie noch nie gesehen. Sie nähert sich einem jungen Mann. Die Freundin sitzt jetzt daneben. Und diese Frau, die ihr noch nie gesehen habt, sagt zu euch, deine Freundin
sie liebt dich gar nicht. Sie lügt. Ich liebe dich, komm mit mir mit. Wir hauen jetzt sofort ab und machen uns ein schönes Leben. Wer von euch würde sofort aufstehen, von euch Jungs, wer von euch würde sofort aufstehen und gehen? Ihr habt sie noch nie gesehen. Wer von euch würde gehen? Denn wenn ihr geht, macht ihr damit deutlich, dass eure Freundin lügt und diese Person, die ihr noch nie gesehen habt, die Wahrheit sagt. Und das, genau das ist damals passiert. Genau das ist dann passiert. Eva hat durch die Entscheidung zum Ausdruck gebracht, dass Gott lügt. Und jetzt versetzt euch in die Situation Gottes. Zu wissen und zu sehen, dass die Menschen, die er geschaffen hat, zum Ausdruck bringen, dass ihr Schöpfer lügt. Ich glaube, dass Gott an diesem Moment sehr gelitten hat. Sehr gelitten hat. So entwickelt sich die ganze Tragweite. Und wenn ihr also die letzten Ereignisse gut verstehen wollt, was heute passiert, ist das erste Prinzip, das wir jetzt erarbeitet haben, sozusagen. Das erste Prinzip. In der letzten großen Auseinandersetzung, das, was wir heute erleben, geht es darum, dass behauptet wird, dass wer lügt? Wer lügt? Dass Gott lügt. Das ist ein Teil in dieser letzten großen Auseinandersetzung. Gott lügt. Das ist die Behauptung. Und Gott möchte mit seiner Botschaft, mit seiner großen Geschichte aufzeigen, dass er die Wahrheit sagt, dass er dich und mich liebt. Der entscheidende Bibelvers, um alles Weitere zu verstehen, was wir heute anschauen, die auch diese letzten Ereignisse, das, was momentan passiert, finden wir in 1. Mose 3, Vers 15. Und ich bitte euch, die Bibel aufzuschlagen, 1. Mose 3, Vers 15. Und wir lesen das zusammen. Das ist jetzt ganz wichtig. Dieser Vers ist ausschlaggebend, um alles andere korrekt zu verstehen. 1. Mose 3, Vers 15. Und ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ihr Lieben, helft mir kurz. Wer spricht hier zu wem? Wer spricht hier zu wem? Ich höre. Wer spricht hier? Gott spricht zur Schlange, ganz genau. Und darum geht es. Gott spricht zur Schlange und sagt etwas Wichtiges. Er sagt, dass es zwei Linien geben wird. Oder? Seht ihr das? Es wird zwei Linien geben. Es ist die eine Linie, ist die Linie der Frau. Und die andere Linie ist die Linie der Schlange. Und beide Linien werden was haben? Nachkommen, ganz genau, sie werden Nachkommen haben. Und irgendwann aus der Linie der Frau, also aus der Linie der Gläubigen, wird jemand kommen, er wird hier er genannt oder der Messias, der kommen wird, er wird die Schlange besiegen, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und sie wird ihn in die Ferse stechen, so übersetzt das Luther. Das heißt, wir fassen zusammen, es gibt zwei Linien, es gibt eine Feindschaft und am Ende wird der Messias vorhergesagt. Am Ende wird der Messias kommen und einen Kampf mit der Schlange haben, mit dem Teufel selbst. Und so entwickelt sich die ganze, Geschichte. Wieso machen wir das Ganze? Wieso schauen wir in die Genesis? Ich habe das ja schon mal vorhin gesagt, das ist eine ganze Geschichte. Um die Offenbarung zu verstehen, müssen wir einen Blick in die Vergangenheit werfen. Wir haben das in unserer Gemeinde gelernt,
dass es wertvolle Geschichten in der Bibel gibt. Da gibt es die Geschichte von Kain und Abel, da gibt es die Geschichte von Noah, da gibt es die Geschichte von Abraham. Aber in Wirklichkeit erzählt die Bibel eine einzige große Geschichte, die miteinander verwoben sind. Und das möchte ich, dass wir das heute erkennen, damit es deutlich wird, dass wenn wir die Prophetie, wenn wir die letzten Ereignisse studieren, dass das auch eine große Geschichte ist. Schauen wir uns die Geschichte von Kain und Abel an. Hier wird deutlich, dass es zwei Linien gibt, oder? Obwohl beide von der Frau, also von Eva, abstammen, wird gleich deutlich, dass es hier unterschiedliche Linien dargestellt werden. Wer gehört zu der Linie der Frau, zu der Linie der Gläubigen? Wer gehört zu der Linie der Gläubigen? Abel. Und wer gehört zu der Linie der Schlange? Es ist Kain. Obwohl beide biologisch gesehen von Eva abstammen. Und hier wird ein wichtiges Prinzip deutlich. Nur weil du in der Adventgemeinde bist, bedeutet das nicht, dass du automatisch gerettet bist. Nur weil du in einer gläubigen Familie bist, bedeutet das auch nicht automatisch, dass du gerettet bist. Es ist etwas ganz Wichtiges notwendig und auch in der letzten Zeit. Es ist notwendig, sich für das Richtige oder für den Richtigen zu entscheiden. Wenn wir die Geschichte studieren, die Geschichte von Kain und Abel, dann merken wir, dass die große Auseinandersetzung, mit dem Thema Erlösung beginnt. Und so wird auch die große Auseinandersetzung mit dem Thema enden. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, um was wird es am Ende gehen, um was wird das Hauptthema sein? Ihr Lieben, das letzte große Thema, um was es gehen wird, ist das Thema der Anbetung und der Erlösung. Wir kommen an diesem wichtigen Thema nicht vorbei. Es hat damals begonnen und es wird am Ende wiederum das Thema sein. Während Kain eine selbstgemachte Religion darstellt, vermischt mit Elementen der biblischen Wahrheit und doch Elemente, die menschlich sind, eingebaut sind, sehen wir bei der Linie von Abel, dass dort die Erlösung so dargestellt und so ausgelebt wird, wie Gott es gesagt hat. Also das ist ein wichtiges Prinzip, wenn wir wissen wollen, wie es am Ende sein wird, genau so. Wir müssen nicht in das Buch der Offenbarung schauen. Wir erkennen das schon jetzt in Buch Genesis. Das ist der Beginn des großen Kampfes hier auf der Erde. Und so wird es am Ende auch sein. Es geht um Anbetung und Erlösung. Und was wir auch sehen, wenn wir die Geschichte durchlesen, es herrscht eine Feindschaft zwischen der Linie der Ungläubigen und der Linie der Gläubigen. Oder besser anders ausgedrückt, Kain war nicht ungläubig. Er hatte eine falsche Religion, eine selbstgemachte Religion gelebt. Und zwischen der selbstgemachten Religion und der wahren biblischen Religion gab es am Anfang einen Konflikt. Ihr Lieben, es wird zwischen der selbstgemachten Religion der Menschen und der biblischen Religion wird es am Ende eine große Auseinandersetzung geben. Wir sehen, was Kain gemacht hat. Er hat seinen Bruder umgebracht. Die Bibel in Offenbarung, und jetzt greife ich schon mal vor, sagt genau das voraus. Es wird am Ende auch diese Auseinandersetzung geben und es wird um Leben und Tod gehen. Denn die Linie Kains, die Linie der Ungläubigen, die Linie der selbstgemachten Religion wird einen Angriff starten auf die Linie der Gläubigen. Und am Ende heißt es sogar, man wird nicht kaufen oder verkaufen können, wenn man sich nicht dieser Linie von Kain, dieser Linie der selbstgemachten Religion angeschlossen hat. Das ist wirklich eine große Herausforderung für uns. Aber wir wollen nicht vergessen, das können wir jetzt schon sagen, ist jetzt kein Spoiler-Alarm,
Am Ende wird Jesus gewinnen. Am Ende wird es gut ausgehen. Wie entwickelt sich denn die ganze Geschichte? In 1. Mose 4 können wir also jetzt Folgendes festhalten. Wir haben, und ihr könnt das mitverfolgen auf der Leinwand oder auch hier, wenn ihr in die Bibel schaut, wir sehen, dass ab Vers 17 die Linie von Kain dargestellt wird. Und der Linie gegenüber wird die Linie der Frau dargestellt. Am Ende gibt es also eine Auseinandersetzung zwischen der Schlange und dem Messias. Das ist das, was wir in 1. Mose 3, Vers 15 erarbeitet haben. Das ist ganz wichtig, um das ganze Alte Testament und dann auch das Neue Testament korrekt darzustellen. Das ist die große Auseinandersetzung. Und jetzt schauen wir uns das Kapitel 4 und dort ab Vers 17 an. 1. Mose 4 ab Vers 17 und ihr werdet sagen, oh nein, bitte nicht die Genealogien, bitte nicht die Nachkommen lesen oder anschauen, das ist doch wirklich nicht interessant, oder? Doch, es ist sehr interessant. Und ich möchte euch aufzeigen, wie spannend das sein kann und was wir lernen können für die Endzeit, weil die Dinge sich wiederholen werden. Wollen wir einen Blick reinwerfen? Dann müsst ihr mir helfen. Helft mir bitte, wenn ihr jetzt ab Vers 17 so mal überfliegt, wo bei welcher Generation hört es auf? Bei welcher Generation hört es auf? Wenn wir die Linie von Kain anschauen, zählt bitte die Generationen zusammen. Da heißt es, dass ja Kain Henoch zeugte. Und ihr müsst mir kurz jetzt helfen. Wie geht es da weiter? Danach? Irad, ganz genau, ich habe es gehört. Und danach? Mehuael. Danach? Methushael. Und danach? Und danach Lamech. Und wenn ihr das zusammenzählt, Kain, Henoch, Irad, Mehuael, Methushael und dann Lamech. Wie viel? Sechs Generationen. Es sind sechs Generationen und dann hört die Bibel plötzlich auf. Hier hört die Bibel plötzlich auf. Warum eigentlich? Sie könnte doch noch weiter erzählen, wie die Geschichte sich noch weiterentwickelt hat. Ihr Lieben, die Bibel möchte uns hier eine Tragödie aufzeigen. Und diese Tragödie wird sich in der letzten Zeit wieder ereignen. Zuvor ist ja etwas passiert, oder? Habt ihr das mitbekommen? Wo ist Abel hin? Wo ist er? Er ist tot und das ist die große Tragödie, denn es wurde vorhergesagt, dass aus der Linie der Gläubigen wer kommen soll? Jesus, der Messias, er soll kommen, aber jetzt ist Abel tot und das heißt, wer hat gewonnen? Kain hat gewonnen, naja, aber in Wirklichkeit, wer steht hinter Kain? Wer steht hinter dieser selbstgemachten Religion? Es ist die Schlange, das heißt, die Schlange hat gewonnen. Und wer hat verloren? Gott hat verloren. Und das müsst ihr euch mal ganz kurz überlegen, was das bedeutet. Stellt euch vor, ihr müsstet auf einer Welt, in dieser Welt leben, wo der Teufel gewonnen hat und Gott verloren hat. Ist das nicht ein schrecklicher Gedanke? Diese Tragödie möchte die Bibel hier aufzeigen. Und gleichzeitig führt sie uns jetzt in diese Linie der Ungläubigen ein. Wir gehen das durch, ich projiziere es auch nochmal. Wir sind jetzt bei Lamech angekommen. Das heißt, die Generation, die sechste Generation. Und die Bibel ist ein sehr interessantes Buch. Sie hört hier bewusst auf bei der Zahl des Menschen, bei der Zahl sechs. Auch in der Endzeit wird diese Zahl des Menschen eine große Rolle spielen, oder?
die Zahl 666 in der Offenbarung 13. Dazu kommen wir ja noch. Und die Bibel, das ist so wie, die macht das jetzt so wie die Kamera. Die zoomt jetzt ein und möchte euch etwas aufzeigen. Sie zoomt ein, sie zoomt in, ja. Und jetzt sehen wir, was Lamech für ein Leben führt, was sich da entwickelt hat. Und wir lesen das zusammen. Und da heißt es ab 1. Mose 4, Vers 23 und 24. Und Lamech sprach zu seinen Frauen, Ada und Zilla, höret meine Rede, ihr Frauen Lamechs. Merkt auf, was ich sage. Einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Jüngling für meine Beule. Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech soll 77-mal. Hier wird etwas deutlich und das ist sehr wichtig, das zu sehen, denn das Gleiche wird sich in der letzten Zeit wiederholen. Der liebe Gott hätte die ganzen Generationen von Kain noch weiter aufzeigen können, wer wen gezeugt hat. Aber er hört hier auf. Er möchte uns etwas deutlich machen. Wenn die 6. Generation sozusagen erreicht ist, dann ist ein Höhepunkt erreicht worden, um uns deutlich zu machen, wohin das Leben führt, wenn man ohne Gott lebt. Und wie der Angriff und die Verführung und der Abfall sich entwickeln werden. Was seht ihr? Was entwickelt sich dort? Was habt ihr entdeckt? Hochmut? Mhm. Ich greife das mal kurz auf. Er hat 2 Frauen. Und hier ist wieder ein wichtiges Prinzip. Etwas, was sich in der Endzeit wiederholen wird. Der Angriff des Teufels war von Anfang an auf etwas ausgerichtet, was die Bibel das Bild Gottes nennt. Kennt ihr das Bild Gottes? Und am Ende wird es genauso sein. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Er schuf ihn als, oder den Menschen als Mann und Frau. Das ist sein Abbild. Der Mann und auch die Frau, sie spiegeln das Bild Gottes wider. Und am besten wird das Bild Gottes dargestellt, wenn, und so heißt es ja später in 1. Mose 2, dort Vers 24, dass wenn Mann und Frau einen Bund eingehen, einen Ehebund, haben sie die Möglichkeit, genauso wie Gott etwas Wunderbares zu tun, was Gott den Menschen gegeben hat. Sie können wie Gott schöpferisch tätig sein. Ist das nicht wunderbar? Gestern, so Klammer auf, gestern waren wir bei meinen Eltern und meine Frau und ich haben dort bekannt gegeben, dass wir im Oktober unser 2. Kind erwarten. Die Freude war groß. Ist das nicht schön? Gott hat uns diese Möglichkeit gegeben. Und das ist genau das, was Gott unter dem Bild Gottes versteht. Er möchte, dass wir Eigenschaften haben, die er uns gegeben hat, nach seinem Bild, als Mann und als Frau. Und das ist das, wie Gott es sich gedacht hat. Was jetzt passiert ist, dass es einen Angriff gibt auf das Bild Gottes. Und hier wird es dargestellt. Hier wird das Bild Gottes verzerrt, falsch dargestellt. Ein Mann hat 2 Frauen. Was hat das aber jetzt mit der letzten Zeit zu tun? In der letzten Zeit, also heute, gibt es einen Angriff auf das Bild Gottes. Seht ihr das oder sehen wir das nicht? Seht ihr das? Und dieser Angriff auf das Bild Gottes, auf das Familienbild Gottes, ist sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, die meisten in unserer Gesellschaft würden sagen, nee, Polygamie, das ist schlecht, oder? Aber wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind,
Ein Mann hat ja auch die Möglichkeit, heute zwei Frauen zu haben, oder? Ohne mit ihnen verheiratet zu sein, oder? Das heißt, was hat sich geändert? Nur der Vertrag ist weg, aber sonst kannst du nebeneinander, also nacheinander oder nebeneinander mehrere Frauen haben. Überhaupt kein Problem heutzutage in der Gesellschaft. Und natürlich das Gleiche bei Frauen. Auch sie können mehrere Männer haben. Nebeneinander oder nacheinander. Es ist. Und jetzt stellen wir uns die Frage, wird das Bild Gottes heute aus biblischer Sicht angegriffen? Ich glaube, sehr stark. Und das Bild Gottes wird, und ich möchte an dieser Stelle sagen, damit ich nicht falsch verstanden werde, die Bibel zeigt auf, dass Gott jeden Menschen liebt. Können wir dazu Amen sagen? Amen. Gott liebt jeden Menschen, egal aus welchem Land er ist, egal welches, was für ein Geschlecht er hat, egal welche Hautfarbe er besitzt und egal welche Religion er angehört. Gott liebt alle Menschen und so sollen wir es auch tun. Wir lieben alle und sollten alle Menschen lieben, genau wie Jesus das gepredigt hat. Und gleichzeitig zeigt Gott auch ein Ideal auf und sagt, das ist mein Ideal, das ist das, wie ich es mir gedacht habe. Und aus diesem Hintergrund sagt die Bibel, dass es eben nicht richtig ist, dass es eben nicht Gottes Wille ist, wenn ein Mann zwei Frauen hat. Oder wenn ein Mann einen Mann hat. Oder wenn eine Frau mit einer Frau zusammen ist. Denn die Norm aus biblischer Sicht ist immer das Bild Gottes. Ein Mann und eine Frau. Das heißt, das ist das, was wir uns also mitnehmen. Am Ende, also jetzt, sagt die Bibel voraus, und wir können es hier entdecken, dass es auch wieder einen Angriff auf das Bild Gottes geben wird. Und vielleicht würde es uns gut tun, das Positive auch in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube, es ist gut, darüber zu erzählen, wie schön die Ehe ist. Und das möchte ich auch tun. Ich bin sehr glücklich verheiratet, ihr Lieben. Wirklich sehr glücklich. Ich bin Gott dankbar, dass ich eine Frau habe, die Gott liebt, die meinen Sohn liebt, unseren Sohn, und die mich liebt. Es ist ein Segen, verheiratet zu sein. Und wenn ihr also etwas Gutes planen wollt für die Zukunft, die, die ihr noch nicht verheiratet seid, dann lasst euch von den Filmen, die euch etwas anderes erzählen, das eher langweilig ist, lasst euch davon nicht irreführen. Die Ehe, ja, es gibt Herausforderungen, das gibt es überall, aber es gibt die Herausforderung auch ohne einen Partner im Leben. Aber ich glaube, dass der liebe Gott uns etwas aufzeigen möchte. Zu zweit kann das Leben sehr gut gelingen. Es gibt noch einen anderen Punkt. Hier in diesen Versen. Nicht nur das Bild Gottes wird angegriffen, es wird noch etwas anderes angegriffen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das gleich sehen könnt. Und das ist ein Muster für die letzten Ereignisse. Hier wird das Gesetz Gottes angegriffen. Sehen wir das? Gott hat ein Gesetz und das ist die Norm, nach dieser Norm müssen sich und sollen sich die Menschen richten. Und diese Norm wird von Lamech angegriffen, indem er sagt, schaut mal, wie ich mit anderen Menschen umgehe. Ich entscheide, wen ich umbringe und wen ich nicht umbringe. Ich entscheide, wie ich mit anderen Menschen mich ihnen gegenüber verhalte. Wer wird also zur Norm für Lamech? Er selbst. Er wird sein eigenes Gesetz. Lamech ist sein eigener Gesetzgeber. Und das ist etwas, was uns vorhergesagt wird. Und wir lesen das dann auch später in der Offenbarung, dass bei der falschen Religion die große Auseinandersetzung mit der Linie der Ungläubigen oder der selbstgemachten Religion wird sein, dass diese Gruppe, die sich ein Gesetz gibt und zur eigenen Norm wird. Und dieser Weg, diese Norm, dieses eigenes Gesetz wird Gottes Gesetz angreifen.
es verkehren, es verdrehen. Ist es nicht interessant, dass vieles, was der Teufel macht, sich eigentlich nur noch wiederholt, bloß in einer anderen Form, in einer anderen Verpackung. Aber der Inhalt ist immer das Gleiche. Gott lügt, das Bild Gottes wird angegriffen, das Gesetz Gottes wird angegriffen. Ist immer das Gleiche, bloß anders verpackt. Wie ist es jetzt, nachdem wir gesehen haben, und wir kommen jetzt zu dieser Linie wieder, zu der Linie der Frau, wie geht es jetzt hier weiter? Wir haben jetzt die Linie der Ungläubigen, die Linie der verkehrten Religion angeschaut. Wie geht es jetzt hier weiter? Abel ist doch tot, oder? Somit ist die Geschichte zu Ende. Gott hat verloren, oder? Nein, Gott hat nicht verloren. Gott schenkt, und hier sind wir in 1. Mose 4, Abvers 25. Gott schenkt jetzt neues Leben und hier kommt Seth auf die Bühne. Und das ist das Interessante. Das heißt, diese Linie hat wieder Zukunft. Der Messias kann später kommen. Und Seth, kommt noch einmal vor. Und zwar in 1. Mose Kapitel 5. Und jetzt brauche ich wieder eure Aufmerksamkeit. Denn hier in 1. Mose 5 sind wir wieder bei einer Genealogie, also bei einer Liste der Nachkommen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt aufmerksame Leser geworden seid und sagt, lasst uns doch mal einen Blick da reinwerfen. Vielleicht gibt es da auch eine interessante Zahl zu entdecken, die uns etwas deutlich werden lassen möchte. Wo Gott uns etwas mitgeben möchte. Wollen wir das entdecken? Dann lasst uns mal kurz reinschauen. Wir beginnen also jetzt hier, das ist das Buch von Adams Geschlecht, 1. Mose Kapitel 5. Und Achtung, das Geschlecht Adams, die Linie der Gläubigen beginnt mit Adam. Das ist die Linie der Frau sozusagen, symbolisch. Das ist die Linie der Gemeinde. Das ist die Linie der Gläubigen. Und sie beginnt bei Adam. Und jetzt können wir zählen. Und Adam zeugte Seth. Und Seth zeugte Enosch. Und Enosch zeugte, schaut in die Bibeln, Kenan, ganz genau. Und Kenan zeugte Mahalalel, sehr gut. Und Mahalalel zeugte Jared und Jared zeugte Henoch. Und hier machen wir kurz Stopp. Natürlich geht die Genealogie weiter. Natürlich geht sie weiter. Aber jetzt, genau wie die Kameras hier, wir zoomen wieder in und die Bibel eröffnet uns hier wieder einen wertvollen Einblick. Sie möchte uns etwas aufzeigen. Während bei der Linie der Ungläubigen, bei der Linie der verkehrten Religion, wir gesehen haben, dass dort die Zahl 6 eine Rolle spielt, spielt hier welche Zahl eine wichtige Rolle? Die Zahl 7. Die Zahl 7 spielt hier eine sehr wichtige Rolle. Ist das nicht interessant, was Gott alles eingebaut hat? In Genealogien. Während die einen bei der 6. Generation so weit weg sind von Gott, so gegen Gott rebellieren, zeigt uns die Bibel auf, es gibt eine Linie und bei der 7. Generation passiert etwas. Und ich lese hier ab Vers 22, 1. Mose 5, Vers 22. Und da heißt es, und Henoch wandelte mit Gott. Und dann Vers 24, und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Ihr Lieben, wollen wir die letzten Ereignisse gut verstehen? Dann möchte ich euch etwas mitgeben, was unglaublich interessant ist. Und ich möchte das jetzt wirklich klar und deutlich sagen. Henoch ist nicht im Himmel, weil Henoch so toll ist, sondern Henoch ist im Himmel, weil Jesus so toll ist, oder? Können wir dazu Amen sagen? Henoch ist im Himmel, weil wer so toll ist? Jesus ist so toll.
Henoch wurde nicht anders gerettet, als du und ich gerettet werden. Henoch brauchte auch einen, er brauchte einen Erlöser. Genauso wie du und ich einen Erlöser brauchen. Henoch hat sich nicht seinen Weg in den Himmel verdient, weil er sich so gut verhalten hat. Das ist nichts gegen gutes Verhalten. Ich bin, glaube ich, froh, wenn wir aus Liebe, und Jesus sagt dasselbe, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Wir wollen mit Gott gut in Harmonie leben. Aber die Bibel zeigt uns auf, dass wir in der ganzen Heiligen Schrift entdecken, dass Henoch gerettet wurde, weil er an den Messias glaubte und weil er mit Gott wandelte. Und hier möchte ich kurz einhaken. Ich glaube, hier gibt es Gesprächsbedarf, in Anführungszeichen. Ich habe einen Sohn, der wird im August 2 Jahre alt. Er heißt Lias. Und jetzt eine Frage an euch. Braucht Lias einen Erlöser? Braucht er? Ja, Lias, mein Sohn, braucht einen Erlöser. Denn als Lias geboren wurde, kannte er Gott? Er kannte Gott nicht. Liebte er Gott? Woher denn? Er kannte ihn ja gar nicht. Das heißt, er konnte ihm auch nicht vertrauen. Jeder, du und ich, wir werden in der Gottferne geboren. In der Gottferne. Mit einem Hang zur Sünde. Wir lieben die Sünde. Wenn wir geboren werden, lieben wir automatisch die Sünde. Das ist die große Herausforderung. Aus diesem Grund zeigt die Bibel uns auf, dass etwas notwendig ist, und die Bibel nennt das Bekehrung. Jesus spricht von einer Wiedergeburt in Johannes 3, und das ist so entscheidend, dass wir Jesus Christus als unseren Erlöser kennenlernen. Und wenn die Bekehrung, wenn wir Jesus Christus getroffen haben, ich habe Jesus in der 13. Klasse getroffen. Ich werde sicherlich im Laufe der Zeit noch mehr darüber erzählen. Aber als ich Jesus getroffen habe, obwohl ich in der Gemeinde war, habe ich Jesus erst in der 13. Klasse, als ich 19 Jahre alt war, getroffen. Und da hat sich mein Leben verändert. Und jetzt fing ich an, auf Gott hinzulaufen. Das heißt, ich wandelte mit Gott. Ich mache das mal kurz plastisch. Ich habe Jesus als meinen Heiland angenommen, er ist mein Erlöser. Ab dem Zeitpunkt bin ich gerettet. Ich bin erlöst und ich wandle mit Gott, ich lebe täglich mit Gott. Ich verbringe Zeit mit ihm, im Gebet, im Wort Gottes. Ich erzähle anderen davon. Und jetzt sagt die Bibel, dass jeder Mensch sündigt, oder? Und jetzt sündige ich und falle hin. Ist das Henoch passiert? Hat Henoch mal gesündigt? Henoch hat bestimmt gesündigt, denn die Bibel sagt in Römer, dass jeder Mensch gesündigt hat. Das heißt, Henoch ist auch hingefallen und hat gesündigt. So, und jetzt ist entscheidend, was für ein Gottesbild wir haben. Wenn wir mit Gott leben, erlöst sind und mit Gott leben und aus Schwäche sündigen, haben manche die Vorstellung, dass dann Gott kommt und vielleicht sogar noch tritt oder sagt, du bist jetzt nicht mein Sohn. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott mit einem gefallenen Gerechten, Achtung, mit einem gefallenen Gerechten umgeht. Denn die Bibel sagt in Sprüche 24, Vers 16, was heißt dort? Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Und er steht auf, weil Jesus Christus kommt und sagt, schau mal, ich möchte dir helfen, komm, steh wieder auf. Und jetzt ist entscheidend, was wir tun. Achtung, jetzt ist entscheidend, was wir tun. Wenn wir sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, Herr, vergib mir. Dann stehen wir auf und wir wandeln weiter mit Gott. Aber wenn wir sagen, ja, ich bin gefallen und ich muss dir was sagen, das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm. Es fühlt sich gut an, so mit der Sünde zu leben. Dann beginnt ein Prozess. Der Mensch geht einen anderen Weg. Er geht nicht mehr auf Gott zu, er geht von Gott weg. Und hier beendet man sozusagen das Wandeln mit Gott, weil man sagt, ha, ich kenne Gott, aber ich würde lieber
gerne in der Sünde leben. Und manche haben die Vorstellung, dass es möglich ist, Achtung, es geht nicht um das Punktuelle, sondern um das Generelle. Ich umarme die Sünde, ich lebe in der Sünde, mit der Sünde, täglich, also ich bleibe in der Sünde. Und ja, ich möchte auch Jesus umarmen, um so gerettet zu werden. An dieser Stelle muss ich etwas deutlich sagen, ihr Lieben. Es ist nicht möglich, die Sünde zu umarmen, zu lieben und mit der Sünde zu leben und gleichzeitig zu glauben, ich lebe mit Jesus. Jesus ist da und er wird sicherlich an unser Gewissen appellieren. Aber Jesus möchte deutlich machen, man kann nur eine Person umarmen. Wir können nicht die Sünde umarmen und Jesus. Jesus sagt deshalb, trenn dich davon, umarme mich. Ja, es kann sein, dass du mal hinfällst, aber ich möchte dich aufheben, ich möchte dir helfen, damit du weiter wie Henoch mit Gott wandeln kannst. Ist das verständlich? Ist es klar, dass auch Henoch gefallen war? Er hat auch gesündigt, aber Jesus hat ihn aufgehoben und ihm geholfen. Und aus diesem Grund ist Henoch nicht im Himmel, weil er so toll ist, sondern weil Jesus so toll ist. Und er etwas deutlich machen will für die letzte Zeit, ihr Lieben. In der letzten Zeit, also in unserer Zeit, ich glaube von ganzem Herzen, dass wir in der letzten Zeit leben, kurz vor der Wiederkunft. In der letzten Zeit möchte Gott aufzeigen, was passieren wird, wenn sich die Linie der Ungläubigen, genauso wie bei Lamech, entwickeln wird, wird sie das Bild Gottes zerstören, wird ein eigenes Gesetz geben, während die Linie der Gläubigen, genauso wie Henoch, mit Jesus wandelt und Jesus etwas Großartiges tun wird in der letzten Zeit. Wenn er wiederkommen wird, wird er was tun? Er wird uns zu sich nehmen. Und dann waren wir, genauso wie bei Henoch, nicht mehr gesehen. Weil wir wo sind? Im Himmel. Für 1000 Jahre, so sagt die Offenbarung, werden wir im Himmel sein, wenn Jesus wiederkommt. Ich freue mich schon auf diese Zeit. Er wird kommen und wir werden genauso wie Henoch mit in den Himmel gehen. Das heißt, wir sind noch nicht in der Offenbarung und wir sind schon in der Offenbarung. Wir sind noch in Genesis, im ersten Buch Mose. Und schon sehen wir, dass die ganzen Prinzipien, die ganze Botschaft schon dort verankert ist. Wollen wir noch mehr entdecken? Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Jetzt kommt noch eine ganz spannende Geschichte, die Teil der großen Geschichte ist. Denn wir haben jetzt gesehen, Lamech lebt ja fast zu der gleichen Zeit oder in dieser Zeit, wo auch Henoch lebt. Auch ein Prinzip in der letzten Zeit. Die Bibel nennt das Weizen und Unkraut wird parallel wachsen und man wird das sehen. Aber jetzt passiert etwas in 1. Buch Mose, Kapitel 6. Jetzt geschieht eine Tragödie. Und ich lese nach der Elberfelder Bibel. Ich lese nach der Elberfelder Bibel, weil die Elberfelder Bibel in diesem Abschnitt, das dem hebräischen Text näher kommt, also dem Urtext. Da heißt es, ich lese 1. Mose, Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren. Und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Die Bibel macht jetzt etwas deutlich. Schon damals gab es, also vor der Sintflut, wir kommen ja gleich zur Sintflut auch, schon vor der Sintflut gab es Riesen, oder? Ist es uns bewusst, dass damals die Menschen länger gelebt haben? Habt ihr das in der Bibel gesehen, gelesen?
Die haben sehr lange gelebt. Aber sie haben nicht nur länger gelebt, die Bibel zeigt auch auf, dass sie größer waren. Dass die ganze Schöpfung damals besser war. Aber jetzt passiert etwas und auch danach heißt das, nur damit das klar ist, verständlich ist, auch danach gab es noch Riesen. Das zeigt die Bibel auf, aber es hat dann abgenommen, genauso wie das Alter abgenommen hat. Jetzt kommen zwei wichtige Gruppen auf die Fläche. Bei der Linie der Ungläubigen, der verkehrten, vermischten Religion kommen die Töchter der Menschen, während bei der Linie der Gläubigen die Gottessöhne in den Vordergrund rücken. Gab es denn keine Töchter der Gottes? Doch, es gab Töchter Gottes. Aber ihr Lieben, hier der Blickpunkt ist eben auf die Gottessöhne. Das hat nichts mit Diskriminierung zu tun oder Gott hat Frauen und Männer gleich lieb. Das hat damit nichts zu tun. Die Bibel möchte hier ein Prinzip, etwas aufzeigen. Das, was passiert ist. Und deshalb spielen die Gottessöhne eine wichtige Rolle. Und auch die Töchter der Menschen. Und nein, die Gottessöhne sind keine Engel. Darüber könnte man auch einen kurzen Vortrag halten. Aber wer sich glaubt, da müssen wir uns extra Zeit nehmen. Denn Engel können keine Kinder zeugen, das hat Jesus klar und deutlich formuliert. Aber hier passiert jetzt etwas. Die Töchter der Menschen machen einen starken Eindruck auf die Gottessöhne, also auf die Nachkommen von Adam und Seth und so weiter. Und sie machen einen starken Eindruck. Und was machen die Gottessöhne? Helft mir mal. Bitte helft mir, was machen sie, die Gottessöhne? Was erzählt die Bibel? Sie? Sie nahmen sich. Aber was haben sie vorher gemacht, bevor sie die Töchter der Menschen genommen haben? Was haben sie gemacht? Sie sahen. Sie haben erst gesehen. Und nachdem sie gesehen haben, haben sie was gemacht? Haben sie gleich genommen, sie müssen doch etwas vorher gemacht haben. Sie haben darüber nachgedacht. Und während sie nachgedacht haben, haben sie eine Entscheidung getroffen. Welche ist das? Dass diese Töchter spitze sind, gut sind, oder? Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass die Bibel in dieser Geschichte uns etwas für die letzte Zeit sagen möchte. Dort ist etwas passiert. Wer hat schon mal im Vorfeld etwas gesehen, etwas bewertet und dann genommen? Wer hat es gemacht? Ja. Wer hat es in der Bibel im Vorfeld? Eva. Sie hat etwas gesehen, sie hat etwas bewertet und dann hat sie es genommen. Das, was die Bibel hier, und das ist dieses hebräische Denken, das, was die Bibel hier aufzeigen möchte, ist, dass hier die Gottessöhne etwas erlebt haben, was wer auch erlebt hat? Eva. Einen Sündenfall. Einen Sündenfall? Ja, einen Sündenfall. Die Gottessöhne haben sich vermischt mit wem? Mit den Töchtern der Menschen und haben somit was gewechselt? Sie haben die Linien gewechselt. Und das ist die große Tragödie, die Gott aufzeigen möchte. Die Gottessöhne sind nicht gläubig geblieben, sondern haben die Linien gewechselt. Die Töchter der Menschen sind nicht rübergekommen, sondern die Gottessöhne haben die Linien gewechselt. Das zeigt die Bibel auf. Das war damals der große Sündenfall der Gottessöhne. Was war denn da verkehrt? Was ist denn schiefgelaufen? Ihr Lieben,
Ich glaube, hier ist eine wichtige Endzeitbotschaft für uns heute. Ihr könnt heiraten, wen ihr wollt. Es ist eure Entscheidung. Aber wenn ihr weise sein wollt, wenn ihr das Richtige machen wollt, wenn ihr das tun wollt, was Gott sagt, dann handelt nicht wie die Gottessöhne hier. Die Bibel macht nämlich deutlich, dass es Gottes Wunsch ist, dass gläubige Menschen wen heiraten? Gläubige Menschen. Gottes Wunsch im Alten und im Neuen Testament ist immer wieder, deutlich zu machen, dass von der Natur des Menschen es eine Feindschaft gibt zwischen dieser Linie und dieser Linie. Und Gottes Wunsch ist es, wenn du einen Partner suchst, dann suche jemanden, der von Herzen Gott liebt. Wieso ist das Gott so wichtig? Früher habe ich immer gedacht, Gott möchte mir etwas wegnehmen. Ich erzähle euch eine Geschichte, die ich persönlich erlebt habe. Bevor ich meine Frau kennengelernt habe, hatte ich eine Beziehung, die nicht den biblischen Kriterien entsprach. Und ich habe da jemanden kennengelernt und dachte, damit ich auch das Richtige gemacht habe, gehe ich mal hin und bete noch, dass ich das sagen kann, ich habe dafür gebetet. Und so habe ich mich niedergekniet und habe gesagt, lieber Gott, schau mal, so und so, ich habe da jemanden kennengelernt und ich bete. Und in dem Moment, wo ich nach dem Willen Gottes frage, es hat mich eigentlich nicht wirklich interessiert, was der Wille Gottes war. Ich wollte einfach nur den Haken machen. Ich habe gebetet und dann kann ich erzählen, ich habe ja auch dafür gebetet. Das klingt dann immer so gut, oder? Und als ich das dann so gesagt habe, mit Gott geredet habe, merke ich, wie der liebe Gott mir Bibelverse in mein Gedächtnis ruft, die ich in Predigten, beim Bibelstudium oder in Jugendstunden gehört habe. Und er zeigt mir deutlich auf, gläubige Menschen sollen was? Gläubige Menschen heiraten. Also die den biblischen Glauben haben. Nicht die irgendetwas glauben, sondern die den biblischen Glauben haben. Und wisst ihr was? Das hat mir überhaupt nicht gepasst, was Gott da gesagt hat. Überhaupt nicht gepasst. Ich war so sauer auf Gott, ich habe das Gebet beendet, bin aufgestanden und bin gegangen und habe mehrere Monate nicht mehr gebetet, weil es mir nicht gepasst hat. Ich gehe jetzt nicht in Einzelheiten, aber ich kann euch sagen, die Beziehung ist nicht gut gelaufen, war nicht auf biblischen Boden aufgebaut. Wir sind dann auseinandergegangen und ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar, dass ich meine Frau kennengelernt habe, die Margarita. Denn hier habe ich angefangen, nach den biblischen Kriterien zu suchen und zu beten. Lieber Gott, schenk mir eine Frau, die dich liebt, die gläubig ist, die mich im Dienst unterstützt und die ich von ganzem Herzen lieben kann. Ich bin so dankbar, dass Gott mein Gebet erhört hat. Ich bin sehr dankbar. Ihr Lieben, zusammenfassend kann ich euch einfach auch nur aus dem, was ich in der Schrift erkannt habe und aus dem, was ich auch persönlich erlebt habe, wenn ihr wissen wollt, was die letzten großen Ereignisse in biblischer Prophetie sind, das ist ein Ereignis. Die große Herausforderung für uns heute ist, dass uns das Gleiche passiert, die damals den Gottessöhnen, dass wir Dinge, dass wir Menschen sehen, wir wissen, dass Gott es nicht möchte, aber, und wir aber sagen, aber ich möchte es. Und wir bewerten und sagen, das hat Gott gesagt, aber ich finde das so. Und dann, dass wir nehmen und heiraten. Und vielleicht auch, damit es später keine Missverständnisse gibt. Es gibt keine Garantie, dass wenn zwei Gläubige Partner verheiratet sind, dass diese Ehe in die Ewigkeit reichen wird. Auch gläubige Menschen lassen sich scheiden. Aber das hebt das Prinzip der Bibel nicht auf, oder? Nur weil gesunde Menschen an Krebs sterben, heißt es ja jetzt nicht, na, dann können wir alle rauchen, oder?
Das ist das Prinzip, was Gott aufzeigen möchte. Das Leben in der Ehe kann manchmal komplex sein und es gibt viele Faktoren, die dann zu einer Scheidung führen. Aber das hebt das wichtige biblische Prinzip nicht auf, dass Gottes Wunsch ist, dass gläubige Menschen heiraten. Denn das hat auch noch etwas mit der Erziehung zu tun. Ja, stellt euch vor, ich wäre jetzt ungläubig und meine Frau wäre gläubig und unser Sohn Lias hört dann zwei verschiedene Versionen vom Leben, wie man leben sollte. Ja, wem soll er glauben? Und eben das ist Gottes Prinzip. Er möchte, dass du und dein Partner beide gerettet werden. Ist das nicht toll? Deshalb ist es ihm so wichtig und deshalb steht es hier in der Bibel. Und wir schauen uns die letzten Ereignisse an und das ist ein wichtiger Punkt. Das wird eine große Herausforderung sein in der letzten Zeit. Ja, vielleicht sehen wir, wenn wir jetzt nochmal zur Sintflut kommen, danach kommt ja die Sintflut und wir haben das meistens so als isolierte Geschichte betrachtet, aber eigentlich ist es im Fluss und wir sehen, am Ende gab es nur noch wie viele Menschen, nachdem die Gottessöhne die Linien gewechselt haben, wie viele Menschen waren übrig? 8, jetzt zählt mal hier durch. 8 Menschen, das sind die einzigen, die noch gerettet werden. Alle anderen, ihr seid verloren. Das wäre die Botschaft damals. 8 Menschen sind nur noch bei Gott geblieben und wurden dann gerettet. Aus diesem Grund ist es so wichtig gewesen, dass Gott eingreift. Und er griff ein aus Liebe und aus Gerechtigkeit. Gott hat eingegriffen, um die Linie zu erhalten, um die Linie der Gläubigen zu erhalten und damit dann der Messias kommen kann. Und wir könnten jetzt noch so weitermachen, denn wir könnten auch sagen, wow, jetzt hat Gott gewonnen. Es gibt ja keine Linie der Ungläubigen mehr, oder? Sehr gerne würde ich mit euch noch viele weitere Kapitel studieren, um weitere Prinzipien für die Endzeit zu erarbeiten. Denn die Linie der Gläubigen hat hier noch nicht gewonnen. Wir merken, dass später dann Ham die Seiten wechselt. Und dann aus Ham Nimrod kommt. Und Nimrod, was baut? Was baut Nimrod? Babylon. Wir könnten über Babylon sprechen. Und für was Babylon damals stand und genau das Gleiche, für das Gleiche wird Babylon in der Endzeit stehen, heute. Heute wird nämlich an Babylon genauso gebaut. Wir könnten in diese Thematik noch tiefer einsteigen. Aber mir ist es nur ein Anliegen, dass wir, wenn wir die Offenbarung studieren, nicht vergessen, das erste Buch Mose mitzustudieren, denn dort sind die ganzen wichtigen Prinzipien für uns, für die Endzeit schon drin. Und wir werden natürlich im zweiten Vortrag in die Offenbarung gehen, aber mir war es wichtig, euch aufzuzeigen, im ersten Buch Mose ist schon alles, sind sehr viele wertvolle Gedanken schon drin. Das ist ungefähr hier das Alte Testament. Ein dicker Abschnitt. Und zusammenfassend könnte man doch sagen, was haben wir also für hier heute in der letzten Zeit, auf was müssen wir besonders achten? Was sind diese großen Ereignisse in der letzten Zeit? Habt ihr gemerkt, wie der Teufel damals gearbeitet hat? Er hat nichts Neues erfunden für uns heute. Es sind immer die gleichen Prinzipien, wie er die Linie der Gläubigen angreift. Habt ihr es gemerkt? Bei Kain und Abel war das mit was? Ja, es ging um Anbetung und dann hat er sie versucht zu vernichten. Wie? Mit Gewalt. Und in 1. Mose 6 hat er die Linie der Gläubigen auch versucht zu vernichten, aber da nicht mit Gewalt, sondern mit List, mit Verführung. Und das ist der große Punkt. Wenn ihr also am Ende Dinge gut verstehen wollt, das sind die gleichen zwei Prinzipien, mit denen er euch angreifen wird. Er wird euch mit Gewalt oder mit Verführung angreifen.
Also eine Frage, werdet ihr momentan angegriffen? Werdet ihr momentan versucht? Das ist die Realität. In der Endzeit werden diese zwei Faktoren zunehmen. Und wenn wir das Alte Testament gut verstehen wollen, ihr werdet sehen, dass das ganze Alte Testament voll ist von Kriegen und von Versuchung, oder? Versuchung zum Götzendienst, merken wir das? Dass bevor der Messias kommt im Neuen Testament, der Teufel einen Großangriff auf das Volk Israel startet, auf die Linie der Gläubigen. Was hat er denn vor? Wieso hasst er diese Linie? Wer soll denn dann kommen? Der Messias, Jesus soll kommen und er möchte diese Linie vernichten, damit der Messias nicht kommt, denn dann hat er gewonnen und dann habt ihr keine Zukunft. Aus diesem Grund lesen wir im Alten Testament immer wieder, wie das Volk Israel angegriffen wird und wir lesen von Kriegen und wir fragen uns manchmal, wieso sind da so viele Kriege? Ihr Lieben, wir haben so viele Kriege, weil das Volk Israel vernichtet werden sollte. Das war das Ziel des Teufels. Und wenn er es nicht mit den Kriegen geschafft hat, was hat er dann gemacht? Er hat versucht, sie zu verführen. Und vielleicht ein Wort zur der Verführung. Vielleicht fragt ihr euch, wie kommt es? Wie kommt es, dass das Volk Israel immer so schwach geworden ist? Wie kann man einen Götzen anbeten, das aus Stoffen besteht, aus Holz oder aus Eisen? Was hat die Menschen damals so angezogen? Baal anzubeten oder Aschera? Was hat die Menschen damals nur so angezogen? Wenn wir sehen, dass der Teufel aus diesem Götzenkult auch oft einen Sexkult gemacht hat, dann merken wir diese große Tragweite. Denn damals, der Baal war der Gott, der Regengott sozusagen, der die Erde mit Regen versorgte und somit für die Fruchtbarkeit des Mannes stand. Während die Aschera, der Astarte auch, die Göttin der Fruchtbarkeit war und die Erde symbolisiert und den Regen aufnahm. Und das war so verbunden miteinander. Und damals, als das Volk Israel verführt wurde, den Götzen anzubeten, hat man genau dieses Prinzip benutzt. Dass das Volk Israel vor der Entscheidung stand, haben sich viele dafür entschieden, bei den Partys mitzumachen. Denn ein Götzenkult war oft auch ein Partykult. Es wurde Musik gemacht. Die Menschen haben sich auch betrunken. Und sie haben die Götter verehrt und natürlich auch daraus Praktiken, sexuelle Praktiken gemacht, die nicht biblisch sind. Und deshalb war das so ein starker Anziehungspunkt. Gibt es für uns heute diesbezüglich eine Herausforderung? Wenn ihr einen Club, eine Diskothek analysiert, dann ist das sehr ähnlich aufgebaut wie damals. Es gibt einen Hohepriester, der legt was auf? Die Platten. Und es gibt eine Menge, die dann feiert. Die tanzt. Nein, sie fallen nicht nieder. Der Götze steht dort auch nicht. Aber das Prinzip ist das gleiche. Es wird gefeiert. Und natürlich spielen sexuelle Verfehlungen dort auch eine wichtige Rolle. Oder die sexuelle Anziehungskraft. Das, was im Alten Testament da war, ist heute genauso da. Und wisst ihr, ich habe früher so gelebt. Ich habe mich von diesen Dingen anziehen lassen. Ich weiß noch, wie ich in der 13. Klasse in der Raucherecke stand. Und wir haben uns in der großen Pause mit den Freunden unterhalten über die wichtigen Themen des Lebens. Was sind die wichtigen Themen des Lebens damals, in meiner Zeit?
was machen wir am Wochenende? Partys, Frauen, Hip-Hop und so weiter. Und wir unterhalten uns über diese Themen. Und dann schaut mich mein atheistischer Freund an. Er schaut mich an und sagt mir vor allen Freunden, jetzt schau dich mal an, Eugen. Jetzt schau dich mal an. Du sagst, du bist Christ, aber schau dich doch mal an. Du unterscheidest dich doch überhaupt nicht von uns. Das hat mich tief getroffen. Da ist jemand, der ungläubig ist und der fängt an, mir zu predigen. Aber er hat nicht aufgehört. Er hat dann angefangen aufzuzeigen aus der Bibel. Er hat die Bibel zitiert und ich dachte, woher kennt er die Bibel so gut? Er hat mir aufgezeigt, wie Christen leben sollten. Mein atheistischer Freund. Wisst ihr, wie ich mich damals gefühlt habe? Wie ein Heuchler. Ich bin damals nach Hause gegangen und das war so ein wichtiger Beginn in meinem Leben, wo Gott mich wachrütteln wollte durch einen atheistischen Freund. Ich hoffe, dass du heute auch wachgerüttelt wirst. Ich glaube, wir müssen immer wieder wachgerüttelt werden. Denn wir leben in einer besonderen Zeit. Und Gott wünscht sich, dass wir das entdecken, was heute die große Herausforderung für uns ist. Und gleichzeitig das sehen, was das Beste für uns ist. Ich bin an diesem Tag mit schweren Herzen damals nach Hause gegangen, als der atheistische Freund mir gepredigt hat. Und ein Prozess hat in mir begonnen und ich habe etwas erkannt. Ich habe etwas erkannt. Ich bin absolut verloren. Ich bin absolut verloren. Und weil ich absolut verloren bin, brauche ich einen absoluten Erlöser. Das war der Beginn, wo Gott angefangen hat, mich zu retten. Ich bin ihm dankbar für jeden Schritt. Und mein Anliegen und mein Wunsch ist es heute, dass das, was wir heute angeschaut haben, für euch ein Segen sein kann. Wirklich von ganzem Herzen. Ich wünsche es mir, dass der Youth Mission Congress einen positiven Einfluss in eurem Leben hat, dass der liebe Gott hier ganz besonders wirken kann und ihr eine Entscheidung trefft. Ja, dieses Buch ist wert gelesen zu werden und dieser Gott ist es wert, angebetet zu werden. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen und das wünsche ich euch. In diesem Sinne, Amen. Ich möchte euch noch einladen, ihr Lieben, dass wir gemeinsam aufstehen und zu Gott beten, denn ich glaube, es ist wichtig, dass das Wort Gottes nicht leer zu ihm zurückkehrt. Lasst uns aufstehen und Gott unsere Entscheidung vorbringen, dass wir ihm nachfolgen wollen, wie Henoch. Lieber Vater im Himmel, von Herzen danke ich dir. Ich danke dir, dass du schon im ersten Buch Mose uns aufzeigst, wie die letzten Ereignisse sich entfalten werden. Danke, dass du uns nicht im Unklaren gelassen hast. Danke, dass du es gut mit uns meinst, dass du möchtest, dass unser Leben gelingt. Und du siehst all die jungen Menschen hier. Du weißt, wo sie stehen. Du weißt, was sie für eine Einstellung haben und auf welchem Weg sie sich befinden. Herr, ich habe eine große Bitte. Hilf ihnen, auf der Linie der Gläubigen zu bleiben, auf deiner Linie, damit sie durch diese letzte Zeit, die wir gerade erleben, gut und sicher durchkommen, weil du an ihrer Seite bist und weil sie dir nachfolgen und mit dir, wie Henoch, mit dir wandeln. Denn wir freuen uns, wenn das passiert, dass wir hier auf dieser Erde nicht mehr gesehen wurden, denn wir wurden von dir mitgenommen. Herr, komme bald. Amen.